uns unterhalten. Es kann nicht sein, dass ich jetzt am ersten Tag schon wieder rausfliege, oder? Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Riva. Und heute ein kleines Video, OG-Video würde ich fast sagen. Und zwar die Aufnahme zum SHP. Hier oben verlinke ich mal das alte Video von der SHP. Ich muss einfach mal eine Lanze brechen. Das ist einfach eine unterschätzte Organisation. Das macht so viel Bock. Jeder, der da arbeitet, gibt sich richtig viel Mühe auf Server 3 und wahrscheinlich auch auf den anderen Servern. Aber es wird immer so ein bisschen dargestellt, als wäre es SHP kacke. Er aber... Die haben Bock, da gibt es nichts anderes zu sagen. Vielen Dank an die ganzen Kollegen, die meinen ersten Arbeitstag dort so chillig gemacht haben und mit denen ich auch sehr viel gelacht habe. Außerdem würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Video einmal liken könntet und abonnieren würdet. Wir haben 1530 Abonnenten, das ist einfach eine Wahnsinnszahl und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es einfach noch mehr Leute werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wäre mir sehr, sehr recht. Vielen Dank dafür. Bevor das Video jetzt startet, würde ich ganz gerne nochmal kurz Werbung machen. Und zwar für den Unique Roleplay Server. Der ein oder andere kennt ihn schon. Es ist ein Server, der von ehemaligen Grand-Streamern, Grand-Admins, aber nur den guten, und von ehemaligen Fraktionsleitern von Grand gehostet wird. Also wenn das mal nichts ist, schaut euch den Server mal an. Link ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne joinen. Der Release steht so kurz davor. Also, seid direkt von Anfang an dabei, um nichts zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, die haben ja die auf der Bank. Yes. Top. Top, top, top. ja. Oh. Auch beim SHP, aber auf einem anderen Start. Ja. Okay. Und halt in Gangs. Das ist ja super. Ja, das kann man nicht so vergleichen zu der anderen Seite. Ja, das war ganz anders. Herr Schlitzer, hast du noch Ja, ich war tatsächlich hier schon beim FIB. Hier auch auf einem anderen Start war ich beim SAP auf dem zweiten Start. Erfahrung mit Waffen, da ich erst meinen Waffenschein jetzt vorhin gemacht habe. Und ich würde halt mit meiner Waffe auch sehr vorsichtig umgehen und jetzt nicht so drauf losschießen, sondern vorsichtig anfangen. Mhm. Herr Schlitzer, wie es bringen? Ja, kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Also natürlich wird das erstmal versucht, mit Kommunikation zu klären. Den Waffenschein habe ich natürlich auch schon ein bisschen länger, aber der kommt jetzt, also ich benutze die Waffe sehr, sehr selten. Erstmal nur in die Hand schießen, natürlich! Wichtig! Erstmal so ins Knie. Dann ist der Mensch auch erstmal kommunikationsbereit. Herr Schlitzer? Ja, jede Waffe, die keine Seriennummer hat. Unter anderem auch, ja. Soll ich dir noch eine Waffe sagen auch? Oder Stummgewehr halt, ne? Also hier. Oder abgesägt Schrotflinte. Genug. Auf. Können Sie alle. Wir fahren bei einem Schlitzer an. Nennen Sie mir zwei positive und zwei negative Eigenschaften von Ihnen. Das ist eine gute Frage und es ist auch super, dass ich als erstes anfangen muss. Ich würde sagen, ich rede manchmal zu viel. Das könnte gut sein. Und Nachteil ist auch, manchmal bin ich ein bisschen zu nachsichtig. Okay. Ja, es waren zwei negative Eigenschaften. Jetzt muss ich eigentlich zwei positive Sachen sagen, ne? Ja. Das war ein bisschen bitter jetzt. Ich hoffe, das wirkt sich nicht negativ auf meine Bewerbung aus. Wie gehen Sie mit stressigen Situationen um? Fangen wir auch wieder bei Herrn Schlitzer an. Ja, würde ich sagen, bewahre ich Ruhe. Versuche ein bisschen die Leute zu entspannen vielleicht. Irgendwie ein bisschen Situationen auflockern. Oder halt einfach die Person, die am lautesten ist, erstmal ein bisschen rauszuziehen und alleine zu befragen oder ja, sowas halt. Genau, einfach ein bisschen Ruhe reinbringen. Ich habe gesagt, es ist auf jeden Fall ein Kommunikationsgeschick ist auf jeden Fall das Wichtigste und das auch Erfolgreichste. Das habe ich auch so in der Arbeit im SAP gemerkt oder auch beim FIB. Einfach mal den Leuten auch mal ein bisschen mit einem lockeren Spruch entgegenkommen, dann sind die meistens auch viel, viel kooperativer und machen eher mit. Und genau, dann ist für alle die Arbeit leichter. Okay, sehr schön. Also ich habe mich mit meinem Kollegen unterhalten. Und ich würde Ihnen alle drei gerne eine Chance geben. Also Sie sind hier mit bei mir jetzt eingestellt. Dankeschön. Hier kann natürlich auch jede Zeit immer irgendwas passieren, dass irgendwelche Gangs kommen und die Dinger sind halt voll, ne? Ja, klar. Aber vor allem der Konvoi ist auch so ein bisschen auseinander, ne? Also ja, das ist jedes Mal unterschiedlich. Jeder Konvoi auf seine Art ist
unterschiedlich. Da müsste man nochmal Konvoi-Schulung machen hier, habe ich das Gefühl. Definitiv. So. Top, ich danke. Jo, danke schön. Schönen Abend noch. Ebenso. Ja! Was denn? Kommen Sie mal her. Ja. Der Gonzales möchte Ihnen gerne was sagen. Ja. Ich mache. Du, Gonzales, du weißt, was du machen musst, ja, ne? So, Herr. Also, Sie haben mir gerade hier ein Produkt an im Dienst weiterverkauft, richtig? Ja. Ja, das ist nicht so gestattet hier. Ah, okay, ja, sorry. Heißt jetzt, also. Sie bekommen eine Sanktion. Okay, alles klar. Was beinhaltet die? Das müssen wir gleich mit dem Herrn Jackson. Kann ich sein, dass ich jetzt am ersten Tag schon wieder rausfliege, oder? Ba, ba, ba. Hast du den Herrn Schlitzer aufgeklärt? Jo, ich weiß Bescheid jetzt. Sollte das nochmal vorkommen, müssen Sie leider Sanktionen bezahlen, so um die Round. Um bei 80.000. Okay. Kriegen Anruf rein, wichtig. Alles klar, ich verstanden. Okay, vielen Dank, ich werde es nicht mehr machen, es tut mir leid. Alles gut. Sorry. Oh mein Gott. Wir gehen rein. Tunnel 3. Gehen wir Tunnel 3? Da, guck mal, ich bin sogar automatisch richtig gelaufen, weil Tunnel 3 ist immer Tunnel 3. Wir gehen immer in Tunnel 3 rein. Tunnel 3 ist Liebe. Tunnel 4. 10-4. 03. Macht euch breit, breit machen, breit machen, breit machen. Let's go, ja. Raus. Sehr sauber. Clean, man. Ach, hast du mich die ganze Zeit gehört oder was? Nee. Nein!